Der verlorene Dino. Lilly ist ein abenteuerlustiger Dino. Sie erkundet gern neue Orte und erlebt dabei die spannendsten Dinge. Mit ihrer Familie, einer großen Herde aus Dinos, lebt sie in einer felsigen Umgebung. In der Ferne ist ein Wald zu sehen. Sie mag ihr Zuhause zwar, aber am liebsten streift sie durch den Wald. Sie mag die Ruhe, die hier herrscht, und das satte Grün der Bäume ist ihre Lieblingsfarbe. Auch heute ist sie wieder einmal im Wald unterwegs. Unter ihren Füßen spürt sie die kühle, weiche Erde des Waldbodens. Hier und da tritt sie auf einen Ast, der dann knackend zerbricht. Sie kennt den Wald schon lange und ist bereits oft hier gewesen. Doch heute kommt sie an eine Weggabelung, die sie noch nicht kennt. Nanu, denkt sie bei sich, wo bin ich denn hier gelandet? Kurz überlegt sie umzudrehen, doch sie ist einfach zu neugierig. Wer weiß, wo ich hier hinkomme? Fragt sie sich. Sie schaut sich beide Wege an. Es sind nur kleine Pfade und der rechte Pfad, das erkennt sie schnell, führt sie wieder zurück auf den Hauptweg des Waldes. Gut, dann nehme ich den linken Pfad und lass mich überraschen, wo er mich hinführt. So geht sie ein Stück den neuen Weg entlang. Der Boden ist mit weichem Moos bedeckt. Sie mag das Gefühl unter ihren Füßen. Die Bäume sehen hier sehr merkwürdig aus. Stellt sie fest, und tatsächlich, die Bäume in diesem Abschnitt des Waldes haben eine ganz glatte Rinde und schon fast kunstvoll geschwungene Äste. Die Blätter sind sternförmig und jeder Baum trägt strahlend weiße oder hellrosafarbene Blüten. Lilly hört das Zwitschern der Vögel und fühlt sich wohl. Sie kommt an eine Lichtung und beschließt, eine Pause zu machen. Sie legt sich in das hohe Gras und genießt die Sonne. Friedlich döst sie ein und nach ein paar Minuten wacht sie erholt auf und möchte sich auf den Heimweg machen. Sie steht auf und blickt sich um. Plötzlich ist sie verwirrt. Nanu, wo muss ich denn nun lang, um nach Hause zu kommen? Fragt sie sich. Sie weiß nicht, woher sie kam und welchen Weg sie jetzt einschlagen muss. Oh nein, sagt sie, ich glaube, ich habe mich verlaufen. Lilly ist nervös. Sie weiß wirklich nicht, wie sie wieder nach Hause kommt, und so langsam wird es Abend. »Mama, Papa und die anderen aus der Herde machen sich bestimmt schon Sorgen, weil ich so lange weg bin«, sorgt sie sich. Sie dreht sich noch einmal im Kreis auf der Lichtung und versucht zu erkennen, wo sie hergekommen ist. Zwar findet sie den Weg nicht, auf dem sie auf die Lichtung gelangt ist, doch sie sieht hinter ein paar Bäumen andere Dinosaurier. Vorsichtig geht sie auf die anderen Dinos zu. Friedlich spazieren sie durch den Wald, spielen miteinander und sehen sehr freundlich aus. »Entschuldigung«, ruft Lilly. Die Dinos blicken in ihre Richtung und lächeln sie an. »Ich glaube, ich habe mich verlaufen«, sagt das kleine Dino-Mädchen. »Ich wohne bei den großen Felsen und war im Wald spazieren, aber finde nicht mehr zurück.« Lilly ist aufgeregt und traurig. Sie vermisst ihr Zuhause und ihre Eltern. Wie gern würde sie jetzt mit Mama und Papa kuscheln. »Ob ich sie jemals wiedersehe?«, fragt sich Lilly plötzlich. Doch verdrängt diesen Gedanken schnell. Die anderen Dinos sehen sie voller Verständnis an. Der größte von ihnen sagt schließlich, »Du brauchst keine Angst zu haben. Wir werden dir helfen, sicher nach Hause zu kommen. Mein Name ist Marty und das sind meine Schwester Luna und mein Bruder Flo.« Die anderen beiden Dinos nicken. Lilly lächelnd zu, als Marty fortfährt. »Ich weiß, wo du wohnst. Das Felsenmeer, das dein Zuhause ist, ist ganz in der Nähe.« Lilly strahlt. Fröhlich macht sie sich mit Martin, Laura und Flo auf den Weg. Sie erzählen sich Geschichten, lachen miteinander und kommen dem Felsenmeer immer näher. Die Zeit vergeht wie im Flug. Da erkennt Lilly ihre Herde. »Wir sind ja schon da«, freut sie sich. »Danke, dass ihr mir geholfen habt. Es war toll, euch kennenzulernen. Vielleicht können wir uns ja jetzt öfters treffen.« Martin nickt. »Sehr gern. Für heute gehen wir aber nach Hause und freuen uns auf das nächste Mal.« Glücklich geht Lilly nach Hause. Sie erzählt Mama und Papa von ihren neuen Freunden und schläft schließlich glücklich ein.